Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Weiter geht's in der Story und wir sollen den guten Dirrit finden. Wir haben hier mit dem, ja, was sagt man, mit diesem Plünderer ist es ja nicht, mit diesem, ja, Überlebenden, nenne ich es jetzt mal, geredet. Aber mich nervt dieses Dino-Ding hier hinten noch, dieser Roboter. Warum tanzt der hier hinten eigentlich so rum? Jetzt ist es weg. Natürlich ist es jetzt weg. Und hier ist voll stürmisch. Weiß auch nicht, was hier los ist. So, wir gucken mal, wo der Dirrit sich rumtreibt. Da hinten, das ist schon ganz nah eigentlich. Brauchen auf jeden Fall noch Energie, wir haben keine Energie. So, wir sollen natürlich den Spuren folgen. Logisch. Das hält sich. Spuren markieren. Da lang, okay. Er gedacht in die andere Richtung, aber egal. So. Gucken wir mal. Auf dem Weg hier gleich mal noch die ganzen Sachen mitnehmen. So. Energy. Und looten. Zack. Metallscherben haben wir auch gar nicht mehr so viel. Wo sind die alle hin? Ich glaube immer beim Pfeile herstellen. Da sind die dann mal sehr schnell weg. Leider Gottes. Und ich finde, Energie könnten die eigentlich auch mal irgendwie noch. Ist auch nicht. Irgendwie. Gibt es ganz schön wenig, wenn man nicht gerade jeden Busch mitnimmt. Guck mal. Das brauche ich später noch. Finde, Dirrit ist durchgestrichen gewesen. Da ist er. Hallo, Dirrit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich habe Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Boah, das ist unsichtbar. So, Kollege. So nicht. Warte mal, wenn ich da oben bin. Da piept vor allem. Da unten ist er. Na, zieh dich hoch. Das Minen eigentlich? Ja. La, wie schnell war ich denn jetzt bitte tot? What the fuck? Okay. Ach Mann. Machen wir nochmal. Man muss also eigentlich nur aufpassen, wenn die schießen, aber die machen ganz schön Damage. Aber es ist ein neuer Dino, der kann sich unsichtbar machen, auch nicht schlecht. Ja, hier gibt's Büsche. Da ist er. Da war er. Man hat ihn gehört, aber gesehen habe ich ihn nicht. Das werde ich noch brauchen. So, bis dahin, Kollege. Scan den mal. Das Vieh geht mir irgendwie auf den Sack. Dein Hintern, Kollege. Ja, hin, hin, hin. Los, Wildschwein, greif mit an. Schnell, 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 schnell. Oh nein, der hat sich geschützt, die Sau. Der kackt Minen, das ist unfair. Denke ich, sehe ihn nicht. Oh.
Aber der ist doch fast tot jetzt. Ja. Scheiße, ich habe keine Energie mehr. Ich habe auch keine Pfeile. Uncool. Ich glaube, er sieht mich nicht mehr. Ist auch ganz gut so. Ist hier irgendwo noch rote Pflanzen? Scheiße. Ich hoffe, jetzt kommt er mit neuer Energie wieder. So, Kollege, jetzt heißt es du oder ich? Wo ist er? Hallo? Da kommen sie. Das heißt den Pirscher, nicht die. Da ist er. Komm mal ran, Diggi, komm mal ran. Da haben wir einen. Wir müssen aufpassen, da sind noch welche. Das wird mir noch weiterhelfen. Vor allem die scheiß Sprengfallen. So. Sehr schön. Boah, was ist das denn? Zeig mir das Vieh mal. Zieh dich mit den Käfer rein. Boah, der knallt bestimmt super, wenn man den mit Feuerpfeilen. Ich weiß nicht, die sind bestimmt ziemlich stark. Ich sollte das schnell zu Ende bringen. Boah, der kann Feuer spucken. Der spuckt Feuer. Ein Feuerkäfer. Oh, hier musst du aufpassen, wenn du dann ausweichst. Zieh dir das mal rein, vor allem. Wie stark der ist. Aber der hat bestimmt krassen Loot. Den will ich jetzt aus Prinzip schon töten. Guck mal, der lässt Pflanzen wachsen. Boah, der dreht sich mit Absicht um. Was stimmt denn mit ihm nicht? Ich wollte gerade sagen, der explodiert doch. Ich komme unten nicht ran. Ich komme nicht an seinen Sack. Kriegt der einen Sack nicht. Der liegt flach. Scheiße ist, wenn ich da jetzt hingehe. Ah, okay, das klappt. Nice. Ein voller Brüllrücken. Oh, oh. Muss da weg. Da kommen nämlich Viecher. Wobei wir eigentlich mit dem Typen reden sollen. Er hat mich gesehen. So, haben wir dich. War crazy, das große Vieh. Ah, die werden langsam größer, die Vieh. Oh, hat mich gesehen. Aber das Ding ist, die sind halt... Guck mal, warum. Die sind halt auch nicht die schnellsten. Das ist das Gute daran. Das Gute daran ist das Gute darin. Guck mal, die schweben in der Luft. Sehr schön. So. David, ich komme. Nice, wieder schön Pflanzen sammeln. So. Die Karawane. Leben Sie? Ja, ich kam rechtzeitig. Danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme,
verbrenne sie. Meine Sünden. Und zu tot. Schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. Scheiße, ich habe keinen Draht. Fällt mir gerade auf. Egal. So. Genau, wir sollen mit ihm reden. Zurückkehren und mit ihm reden. Machen wir doch. Ratzfatz. Unterversorgt heißt die Mission. Okay. Tja, da hat er seine Strafe bekommen, dass er seine eigenen Leute ausgeliefert hat. Ich bräuchte mal noch Draht. Gib mir mal Draht. Aber Energie ist auch ganz in Ordnung. Hier gibt es sogar viel davon. Das wird. Wo sind wir eigentlich auf der Karte? Ah, wir nähern uns jetzt hier schon ja, weiterem Gebiet. Okay. Mir unterwegs sicher weiterhelfen. Da gehe ich von aus. Das werden wir auch schneller als der Lieb ist brauchen. So, hier sind sie. Dach. Du bist wieder da. Mit den Liedkernen, wie ich sehe. Und die Ried? Ein Pirscher hat ihn gepackt. War nicht so schön. Und du hast ihn erledigt? Das gibt einen Bonus. Hier, dein Anteil. Verdient. Ich übernehme ab jetzt wieder. Die Reise verläuft ab jetzt glatter. Na, das sagst du. Wir reisen weiter, wenn sich alle erholt haben. Sollte glatter laufen, wenn kein Dirit uns sabotiert. Okay. Haben wir denn noch eine... Na, okay, wir haben noch Zonen, aber die sind halt ziemlich weit weg. Wir gehen, wie gesagt, zu dieser Brutstätte. Quests und dann mal hier Brutstätte. Zack. Dann machen wir hier auf der Karte das gleich wieder weg. So. Da müssen wir nämlich eh hin. Wo müssen wir hin? Da lang? Oh, dieser Wegpunkt. Ja, der weiß auch immer nicht, was er gerade... Zeigt er nach links. So richtig haut das mit dem Wegpunkt auch nicht hin. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Na, Problem ist, wir brauchen das oft. Das muss die Brutstätte sein, von der Dral geredet hat. Ah. Es muss einen Weg reingeben. Irgendwo. Ja, vor allem ist sie gut bewacht. Ist ja eigentlich irgendwo im Busch. Gibt's nicht mal einen Busch, wo ich mich drin verstecken kann? Das ist ja eklig. Ich könnte die weglocken. War wohl nichts mit weglocken. Da müssen wir die jetzt echt bekämpfen. Warte mal. Der kommt genau hier lang. Immer schön leise. Die Wächter, die kriegen wir ja easy, aber den Sägezahn, den hätte ich gerne mal hier explodiert. Explodierend. Bäm, da ist er weg. Ah, das ging doch schnell. Das war doch wieder super gelöst, oder Leute? Könnt ihr mir mal virtuell auf die Schulter klopfen? So. Bam. Das ging echt schnell. Gucken wir uns doch mal die Brutstätte an. Würde ich sagen. Würde ich. Gucken wir mal. Was für eine Tür. Aber wie kriegt man sie auf? Das
sind. Einfach mal anklopfen, vielleicht. Okay, ich trau dem Frieden nicht. Irgendwas lauert hier, irgendwas Böses. Draht haben wir echt nicht so viel, wa? Oh, oh. Oh, oh. Der war richtig fail. Scheiße. Der war echt nicht gut. So, jetzt aber ganz normal mit Abseilen. Erstmal ein Abseilen. Ist halt die mega geile Animation, wenn die sich da so... Vor allem ist das auch so tief und elektrisch. Wenn hier nicht irgendein Boss jetzt kommt, dann weiß ich auch nicht. Eine Vorratskiste. Geil. Ah, ich sag ja, hier muss man öfter mal rumgucken. Das Metall. Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Oh Gott. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Ein Lüftungsrohr. Das kann mir Deckung geben, wenn nötig. Das ist ja nur so ein komischer... komischer Läufer. So. Die Kacke ist, da stand doch jetzt hier giftiges Gas, oder? Ist das giftig? Schnell weg. Diese überall. Dinger transportieren Teile. Wohin bloß? Hab ich jetzt echt nicht gesehen? Bist denn du für ein Blindfisch? Lass dich nicht verraten. So. Das Ding ist, wir können die ja auch rekrutieren, überbrücken. Lass mal meinen Stein wieder mitnehmen. Das ist mein Stein, so. Okay, hier ist nichts weiter. Und dann kämpfen die halt gegeneinander. Ist eigentlich auch ganz cool. Wie das hier aus? Sieht ja überall Dreiecke. Was haben die Illuminaten damit zu tun? So. Das sieht ja auf jeden Fall gefährlich aus. Irgendwas lauert hier drin. Bin ich mir ziemlich sicher. Irgendwas Böses. Mit Hunger auf Aloy Fleisch. Aloy, was ist denn das hier? Sterne im Himmel. Hier gibt's auch die ganze Zeit eine Spalte. G. Wozu ist es gut? Ah, sehr nützlich. Mhm. Jetzt wird's experimentierfreudig hier. Das ist wieder eine Kiste. Sehr schön. Auf jeden Fall mega gute Atmosphäre hier. Hm.
Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auch tragen. Das so eine gute Idee ist. Wer weiß, wo die uns hinbringen. Okay, runter darf ich. Ah, hier. Jetzt wird's lustig. Erinnert mich so gerade. Das werde ich vielleicht noch bereuen. So ein bisschen an Apes. Es stimmt also. An diesen Orten werden Maschinen gebaut. Aber warum? Und von wem? Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Okay, da war auf jeden Fall gerade eine Dingens. Hier sind aber auch überall Kisten. Sieht schon krass aus. Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Okay. Hier waren ja überall noch Dinger. Muss da rüber. Musste da rüber. Können wir so weit springen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir so weit springen können. Ah, ne, guck mal hier die Dinger. Doch. Hier ranhängen. Huh. Dum, dum, da, dum, dum, da, 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 da. So. Voll James Bond-mäßig. Kommt man hoch. Die Frage ist, müssen wir da hoch? Was ist da oben? Eine Vorratskiste, sehr schön. Natürlich hier alles looten. Wir werden das bestimmt gleich brauchen. Also ich denke ja, hier wird es irgendeinen Boss geben. Irgendwas Schlimmes. Uns an die Kehle will. Die Maschine hat mich gesehen. Ist ja nicht schlimm. Kaputt. So. So. Oh, hier sind ein paar mehr. Das Gute ist, dass es halt echt nur Wächter sind. Sind halt schnell kaputt. Aber... da ist nicht nur ein Wächter. Was ist denn so eine Ameise? Spinne? Wie auch immer. Okay, wir sollen da hoch. So. Da hinten geht's auch weiter. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Ich bin sicher. Zumindest für ein paar Minuten. Oh, hier geht's nämlich hoch. Dann sind wir doch schon fast da. Ich glaube, wir sollten es nämlich leise machen. Ich weiß nämlich nicht, was die Spinnen drauf haben. So. Dann einmal überbrücken, damit wir darüber kommen. Und dann sind wir auch schon am Herz. Die hatte gesagt, das ist das Herz. So. Okay, es war noch nicht das Herz. Müssen wir hier wieder rüber? Nee. Runter müssen wir. Ich war froh, dass sie oben war. Ah,
Ah ja. Aiu, Killer Tofu. Na, wer kennt das? So. Könnt ihr gerne mal schreiben, wenn ihr das kennt. Können wir wieder connecten. Connecting, please. Beam mich hoch, Scotty. So. Ich bin fast im Herzen. So, Leute. Ich weiß, richtig, richtig böser Cliffhanger, aber wir sind schon wieder bei 27 Minuten und deswegen machen wir hier einen Cut und sehen uns zur nächsten Folge im Herzen der Brutstätte. Dann erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Lasst einen Kommentar da und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.